Hallo ihr außerordentlich hübschen Lords und Ladies da draußen. Tja, lange, lange Zeit sah es so aus, als ob CETA, also das Comprehensive Economic and Trade Agreement zwischen der EU und Kanada, noch aufgehalten werden könnte. Aber wenn die Hoffnung ein leckerer Keks ist und das CETA könnte man seit einigen Tagen sagen, so zerbröselt der Keks nun mal. Hoffnungskeks, auch eine Metapher, auf die man erstmal... Ja, ist egal. Nun, allerdings sind auch die letzten CETA-Verweigerer eingeknickt und es steht fest, das Freihandelsabkommen wurde unterzeichnet und es wird in Kraft treten. No, God, please, no, no! Auf was dürfen wir uns denn jetzt also freuen? Hoffentlich auch weiterhin auf eine Menge CETA. Gott, bitte erschießt mich. Nein, im Ernst, CETA untergräbt bisher bestehende Umweltschutzstandards oder Verbraucherschutzstandards noch und nöcher. Außerdem öffnet es die Türen sperrangelweit für extrem umwelt- und klimaschädliche Rohstoffgewinnungsprozesse oder Produktionsprozesse. Für zum Beispiel Fracking, das nachhaltig das Grundwasser mit Chemikalien versetzen könnte. Oder natürlich für gentechnisch verändertes Tierfutter und gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Nun könnte man sagen, ja, ist ja alles kein Stress, ist ja Deutschland hier. Es muss ja alles untersucht werden und dann muss ja alles auch vernünftig gekennzeichnet werden. Nö. Mit CETA kommt nämlich auch das Nachsorgeprinzip. Also nicht wie bisher immer das Vorsorgeprinzip. Das heißt, wenn etwas gefährlich sein könnte, dann muss es so lange aus dem Handel raus, bis die Ungefährlichkeit nachgewiesen ist. Haha, CETA dreht den Spieß um. Hashtag Nachsorgeprinzip. Ab jetzt können gefährliche oder gesundheitsschädliche, vermeintlich krebserregende Stoffe oder Produkte zum Beispiel, so lange in den Handel, bis die Ungefährlichkeit einwandfrei nachgewiesen werden konnte. Das ist so dumm! Ja klar, wir haben das jetzt 12 Jahre verkauft. Jetzt haben plötzlich tausende Menschen Krebs. Klar nehmen wir das jetzt sofort vom Markt. Fick dich! Mann! Ihr merkt also, nicht nur bei TTIP galt es, nein, auch bei CETA von den netten Kanadiern gilt weiterhin im Zweifel gegen den Verbraucher. Also gegen dich und mich. Schön! Schön! Bei dem Thema kommen gleich wieder die Nachbarn klingeln. Wie auch ihr sicherlich wisst, gibt es ja verschiedenste Methoden zur alternativen Energiegewinnung. Also zum Beispiel Wasserkraft, es gibt Windkraft, es gibt Solarpaneele. Oder aber man beschließt spontan, die Pforten der Hölle anzuzapfen. Naja, so ähnlich. Denn quasi genau das hat man in Island vor. Das IDDP, also das Iceland Deep Drilling Project, ist kein Wikinger-Porno. Sondern der Versuch, Energie aus Magma in einem großen Lavastrom, also geothermale Energie, zu gewinnen. Dazu bedient man sich eines gigantischen Bohrers namens Thor. Immer noch kein Wikinger-Porno. Ah, oh Gott, was ist los heute? Der dann zwischen zwei Kontinentalplatten weitere 5 Kilometer tief bohren soll, um einen aktiven vulkanischen Magmastrom anzuzapfen, der sich quasi quer durch Island zieht. Ja, was soll da schon schief gehen? Mal im Ernst, zwischen zwei Kontinentalplatten in einen gigantischen Magmastrom bohren. Ich meine, regenerative und alternative Energien, okay, cool, aber Island, don't fuck up everything, please. Wir werden sehen. An wen denke ich nochmal ganz automatisch, wenn ich sage, don't fuck up everything, please? Oh, 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 ja, unser Bundesjustizminister Heiko Maas. Der will jetzt die Regeln für die Schließung von Kinderehen verschärfen. Frage am Rande. Warum nicht einfach verbieten? Naja, Maas will jetzt auf jeden Fall erstmal durchsetzen, dass in Zukunft so eine Kinderehe per Gericht aufgelöst werden kann, wenn man nicht nur nachweisen kann, dass es sich um Zwang handelte, sondern auch, dass das Kindeswohl gefährdet sei. Mal im Ernst, ihr Spezies! Eine Minderjährige wird in welchem Kulturkreis auch immer dazu gedrängt, einen Erwachsenen zu heiraten. Also quasi gezwungen, auf den Rest ihrer Kindheit oder ihrer kindlichen oder pubertären Entwicklung zu verzichten und auch darauf zu scheißen, vielleicht den einen zu finden, den sie wirklich liebt. Ich weiß, was hat die schon für ein Recht darauf? Und welches Kindeswohl soll denn bei so einer Entscheidung gefährdet sein? Sagen wir es mal so, in Deutschland kann man ohnehin ab dem 16. Lebensjahr heiraten, wenn einer der Ehepartner über 18 ist und feststeht, dass der Jüngere davon keinen Nachteil hat, dass sein Wohl also nicht gefährdet ist. Ich bin ehrlich, mit 16 zu heiraten finde ich schon ziemlich dumm. Ist einfach so. Aber verheiratet werden? Mit 13? Mit 14? Warum diskutiere ich das denn? Ich meine, wie ist eure Meinung dazu? Seid ganz ehrlich. Aber ich würde das verbieten. Jemand, ein Mädel, das 13 Jahre alt ist, hat garantiert nicht die Handhabe zu sagen, ja klar, mit dem will ich für den Rest meines Lebens zusammen sein. Derjenige wird gezwungen oder diejenige, ist ja scheißegal. Eure Meinung dazu? Super gerne in die Comments. Ich bin gespannt, ob ihr anderer Meinung seid, meiner Meinung seid oder sagt, ich persönlich heirate einen Baum. Das geht natürlich auch. Ach,
Freunde, für euch jetzt noch eine super Geschichte aus der beliebten Kategorie Net to Know. Und ein super Tipp ist es auch noch, denn sind wir mal ehrlich, kaum irgendwas ist ätzender, als irgendwelche scheiß Essays für die Schule oder eben fürs Studium schreiben zu müssen. Tja, Freunde, dann macht es doch einfach genauso wie Christoph Bartner. Der wollte nämlich mal schauen, ob er mit einem ganz speziellen Aufsatz als Referent bei der International Conference on Atomic and Nuclear Physics angenommen wird. Was den Aufsatz dabei so besonders macht, nun ja, ganz einfach. Er hat ihn mit Hilfe von nur zwei Schlagwörtern, nämlich nuklear und atomar, komplett von der iPhone-Autocomplete-Funktion schreiben lassen. Dabei kam es zu lyrischen, nahezu poetischen, physikalisch-wissenschaftlich genialen Ergüssen, wie zum Beispiel, also jetzt mal übersetzt quasi, nichtsdestotrotz muss ich zurück nach Hause, zur Atomkraft gehen, zu dem vereinten Weg, sie soll die erste Frau sein, die vereint auf sich allein gestellt arbeitet. Mit ganz viel Fantasie kann man da irgendein Bullshit reininterpretieren. Keine Frage, das geht bei allem. Wer Deutsch- oder Kunstleistungskurs hatte, weiß, wovon ich rede. Aber was soll man sagen? Der Aufsatz wurde dann von ihm unter falschem Namen eingereicht, um sich seine Reputation nicht komplett kaputt zu machen. Und er wurde als Referent auf der Konferenz angenommen. Also, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr das nächste Mal keine Ahnung habt, worüber euer Aufsatz oder euer Essay handeln soll, iPhone Autocomplete-Funktion. Macht mich nicht dafür verantwortlich, wenn ihr von der Schule fliegt. Oh, halt, stopp, eins noch. Auf der Endcard könnt ihr gleich, auch wenn ihr am Handy oder am Tablet sitzt, ganz viele tolle Sachen anklicken. Das ist total super. Danke, YouTube, für diese Funktion. Oder ihr guckt in die Videobeschreibung, da sind ganz viele tolle Links. Checkt unseren Gaming-Channel aus, wenn ihr Bock habt. Oder, Überraschung, Überraschung, mein Zweitkanal. Da kommt zum Beispiel morgen oder übermorgen wieder ein Vlog. Und dann kommen diese, ich glaube, diese Woche kommen irgendwie 3 Videos mindestens auf dem Ding. Also wenn ihr Bock habt auf irgendwelchen Backstage-Kack oder einfach nur, wie so mein Tag aussieht, dann sehen wir uns auf Flip Floyd, meinem Zweitkanal wieder. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Peace! Macht's nicht gut, macht's besser! The Floyd Army, ist mal meine Ehre, ein Video für sie gemacht zu haben. Jetzt ein Community High Five, das sich sehen lassen kann in 3, 2, 1, BAM! Das kam überraschend, selbst für mich.